Tut mir leid, Robin, ich habe dir einen falschen Link geschickt und das ist aber ein ganz guter Gag gewesen, weil das der klassische Fehlpass war am Sonntagmorgen. Ich dachte schon, ich mache irgendwas falsch, aber da ging tatsächlich nichts. Ja, alles gut. Robin, wie geht's dir? Bist du noch fit? Oh, ja, soweit. Was heißt noch fit? Ja. Wieder fit? Gestern noch ein bisschen gefeiert. Dementsprechend ist es auch recht früh am Morgen. Man hat es, glaube ich, gesehen in der Instagram-Story von TUS. Ich glaube, da war der drauf. Seid ihr seit Mittwoch am Feiern oder gab es auch Pausen oder wie ist es bisher verlaufen? Nimm uns mal mit in deine letzten 4 Tage. Ja, erzähl mal, wie von Abpfiff. Also Mittwoch war schon echt exzessiv. Da ging es richtig zur Sache. Nachts irgendwann dann auch noch mit Ruhestörung und so weiter auf dem Sportgelände. Also gefühlt der ganze Verein, alle aus dem Dorf haben mitgefeiert, was uns extrem gefreut hat, dass wahnsinnig viele auf dem Sportplatz waren. Und ja, dann halt im Endeffekt bis morgens um, keine Ahnung, ich bin irgendwann um 4, glaube ich, bin ich daheim angekommen. Nächsten Morgen dann, ja, morgens weitermachen wollen, aber da waren ein paar einfach zu fertig, damit man da irgendwie nachladen konnte. Deswegen haben wir Donnerstag Pause gemacht. Das heißt Pause, ja, ausgenüchtert, sage ich mal. Und dann gestern, am Freitag, vorm Training, wir müssen ja auch noch trainieren, leider, haben wir uns dann im Ort bei uns im Waldhorn getroffen und haben dort vorm Training noch das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen. So wie wir hier quasi. Und Training war dann ernst oder macht man dann nur einen lockeren Kick und Eckle oder wie läuft das dann ab? Wie ernst nimmt es euer Trainer noch? Sagen wir so, unser Trainer wusste nichts von seinem Glück. Also dann ja so eine halbe, dreiviertel Stunde durch den Ort gefahren ist und wie gesagt, das Waldhorn ist da relativ perfekt mitten im Ort. Hat er dann gesehen, dass da halt 10 aus der Mannschaft am Stehtisch stehen und das ein oder andere Bier trinken. Dann wusste er auch, auf was er sich einlässt. Aber ja, für das war es dann ganz passables Training, würde ich mal sagen. Der ein oder andere hatte schon relativ Schlagseite, aber das haben sie sich dann ausgeschützt. Ja, zu Recht. Also ganz ehrlich, da kann man auch mal ein Training ein bisschen Piano machen. Heute ja. gegen Platz 2, wie motiviert ist jetzt oder wie geht jetzt rein in das Spiel? Ja, ich glaube, groß motivieren muss man nicht. Wir haben einfach, glaube ich, Bock zu kicken. Das hatten wir jetzt, glaube ich, die ganze Rückrunde. Und gegen Freudenstadt, das war schon in der Hinrunde ein richtig, richtig geiles Spiel, weil die, glaube ich, wie kaum eine andere Mannschaft in der Liga einfach geilen Fußball spielen. Ich glaube, da braucht man sich nicht besonders motivieren. Ich glaube, jeder aus der Truppe hat richtig Bock, heute auch die Freudenstädter zu schlagen. Unabhängig von, wie das Training am Freitag war. Also doch schon noch ein bisschen ernst nehmen, die ganze Geschichte. Jetzt vor allem gegen Freudenstadt. Ja, wir wollen uns halt auch auf keinen Fall irgendwie nachsagen lassen, dass wir jetzt irgendwie, da eingreifen bei der Vergabe von der Relegation, weil Freudenstadt ist ja, wie gesagt, gerade Zweiter. Oder auch in den kommenden Spielen geht es ja noch gegen Mannschaften, die um einen Abstieg bzw. einen Relegationsplatz spielen. Und wir haben eigentlich schon als Ziel ausgegeben 5 Spiele, 5 Siege. Also wir haben am Freitag nach dem Training, das hat dann der Trainer extra nochmal angesprochen, dass wir jetzt eben in diese 5 Spiele nicht irgendwie planlos oder ziellos reingehen, weil im Endeffekt könnten wir ja theoretisch sagen, ist uns alles egal, meistens immer so oder so, das nimmt uns keiner mehr. Aber wir haben jetzt schon ein paar Ziele noch festgelegt nach dem Training. Welche? Ja, die waren vielleicht ein bisschen übertrieben, also was heißt übertrieben, wir haben gesagt, klar, wir wollen 5 Siege holen aus den letzten 5 Spielen, wir wollen in Summe jetzt noch 100 Tore knacken, wir haben, glaube ich, gerade 85 oder 86. 85, ja. Unter 25 Gegentore, also das heißt nicht mehr als 3. Und, lass mich liegen, irgendwas war es noch, das fällt mir gar nicht ein. Vor jedem Spiel also, Minimum ja, wie gesagt, einfach ein paar Ziele noch als Mannschaft. Ja, cool. Du sprichst mir die Tore was an, das interessiert mich auch noch. Ihr habt 85 geschossen, ist ja viel. Ich glaube, Freudenstadt auf 2 hat auch genauso viel oder eins mehr oder eins weniger. Aber ihr habt halt ultra wenig bekommen, weil was habt ihr jetzt? 27 Spiele, 22 Gegentore, ist ja wirklich, spricht von guter Arbeit.
Bezirksliga, Manu, auf die Frage, welche Liga. Man sagt ja immer, vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Titel. Würdest du das unterschreiben in dem Fall für eure Saison? Ich würd schon sagen, dass an der Floskel ganz schön viel dran ist. Also im Endeffekt so. Ich glaube, ich habe letztens mal spaßeshalber die ganzen Ligen so ein bisschen durchgeguckt und es ist nahezu nahezu immer so, dass der Tabellenführer die beste Defensive hat. Klar, meistens auch noch die besten Offensive, dann ist sowieso eindeutig, aber ich bin schon der Meinung, mit der kompakten Defensive gewinnst Titel. Auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, ich glaube, das ist wirklich in jeder Liga auffallend. Das geht ja sogar bis hoch. Also ich glaube, das zieht sich durch komplett durch den Fußball, dass es so ist. Was macht euch? Macht immer eine. So. Fußball ist einfach. Alter, wir brauchen ein Phrasenschwein, Jungs. Das ist das nächste. Erste Phrase hier im Pfeffers. Ja, aber bitte einmal die Hintergrundgeschichte, warum du keine Stiefel einschreien durftest. Wir haben im Endeffekt bei uns so die klassischen Trinksprüche und ich habe des Öfteren einfach Dinge verwechselt, wie auch immer, und dadurch wurde ich einfach vom Moritz Rees ausgetauscht. Das heißt, er ist jetzt mittlerweile zuständig fürs Anschreien der Stiefel oder von euren Kästen oder sonst was. Das ist geil. Probierst du einfach daheim mal nochmal eine Runde oder so? Dann. Ich habe schon ein paar Mal einfach im Stillen getestet, aber ich kann wahrscheinlich einfach nicht mit dem Druck umgehen. Ja. Wie ist es bei der Ansprache vorm Spiel? Bist du dann da auch disqualifiziert worden oder darfst du es noch machen als Kapitän? Nee, wir machen das im Endeffekt immer als ganze Mannschaft in der Kabine, also gar nicht auf dem Platz, so die Startelf oder so, sondern in der Kabine mit Betreuer, mit dem Trainer und so weiter. Und da ist es meistens so, also ich mache es recht oft, aber häufig bestimmt dann auch der Trainer eben noch einen anderen Spieler, damit einfach auch unterschiedliche Personen, Stimmen, wie auch immer, mal eine Ansprache halten. Und finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Das finde ich ziemlich geil, ja. Ganze Mannschaft mitnehmen, immer wichtig. Du hast nächste Saison, oder du hast, auf welchen Gegner du dich freust, haben wir uns ja schon gedacht, dass du wahrscheinlich Rottenburg sagt. Ganz interessant, also Tom und ich spielen ja, oder wir spielen ja alle drei bei Rottenburg, der Tom und ich, aber wir sind im zweiten Jahr und wir sind auswärtig, wir kommen quasi nicht von hier. Und in unserer Mannschaft wurde jetzt schon so ein paar Mal so angesprochen, ja, jetzt ist Irgendzingen kommt hoch, dann müssen wir auf jeden Fall auch drin bleiben und so. Also mich würde interessieren, von eurer Seite aus, ist das so ein Rivalitätsding schon da, oder? Also, oder wie stellt man sich das vor? Ich glaube, so das Rivalitätsdenken, wie es jetzt vielleicht auch bei uns in der Jugend war, ist, glaube ich, nicht mehr so vertreten, weil man sich einfach in der Aktiven viel zu wenig sieht, weil man ja auch zum einen Rottenburg hat Bezirksliga Alb und wir sind ja nördlicher Schwarzwald, so die Randregion. Aber es ist einfach geil, gegen die Stadt zu spielen, wenn man eben aus einem Teilort kommt, seine ganze Schulzeit und so weiter eben in Rottenburg verbracht hat. Und bei uns sind es halt ja 70-80% der Leute waren halt in Rottenburg auf der Schule. Und deswegen ist halt einfach immer schön, finde ich persönlich, egal ob es ein Stadtpokal ist oder halt eben ein Rundenspiel in der Landesliga, gegen die Stadt zu spielen, also gegen Rottenburg. Deswegen hoffe ich, dass ihr es packt. Hoffen wir auch. Ja, wir packen das schon. Wie beobachtest du gerade dann die Landesliga-Saison beziehungsweise die Schlussphase? Also du hast gesagt, Empfingen oder Rottenburg sind natürlich schon Gegner, gegen die, auf die ihr euch freuen würdet. Was ist so deine Prognose? Was denkst du, wer bleibt drin? Also ich denke, dass es Rottenburg packt. Einfach weil ihr es irgendwie hinkriegt, zwar gegen Mülheim oder Sonnenschein zu verlieren und dann aber auf der anderen Seite gegen Bösing und glaube auch gegen Nagold einfach dann Heimsiege zu holen. Deswegen glaube ich, in Summe packt es Rottenburg und ich denke, dass, oder ich hoffe, sagen wir es so, dass Gärtringen oder SSC in die Relegation muss. Stimmt. Gärtringen, ich denke, dass SSC absteigt. Ja. Gärtringen natürlich spannend, weil die sind noch deutlich vor uns. Also das wäre krass, wenn die noch hinter uns reinrutschen. Mich würde eine Sache interessieren, das fand ich nämlich ganz interessant, als ich mit dir geschrieben habe. Hast du in der Sprachnachricht ganz kurz erwähnt, dass du das cool findest, was wir hier so machen, weil du dich eigentlich kaum mehr für Profisport oder für Profifußball interessierst, sondern vielmehr für Lokalsport und Amateurfußball und so. Sag mal dazu kurz was.
Ja, im Endeffekt hat sich es eigentlich so entwickelt, die letzten Jahre. Ich gucke eigentlich hauptsächlich oder nur noch Amateursport, was ich Bundesliga oder sonst was, das verfolge ich halt über deine Kicker-App, aber Amateursport, Verbandsliga, Landesliga, auch Bezirksliga, Alb oder Kalf oder was auch immer, schaue ich mir gern an, wenn es mal die Zeit hergibt. Also ich bin am Samstagmittag lieber irgendwo hier in der Region und ein Spiel anschauen, bevor ich mir aktuell die Bundesliga reinziehe. Und deswegen, ja, ich feiere das Format, weil ich es einfach geil finde. Ich finde, ihr bringt über, egal ob es eine Kreisliga B ist oder eine Verbandsliga, bringt eigentlich geile Informationen. Und deswegen, ja, Match Report ist im Grunde mittlerweile nach dem Spiel das Erste, was man so anguckt. Neben Also, Fußball.de, klar. ja gut. Was ist am Amateurfußball geiler als am Profifußball? Wenn man so will, der Kommerz, klar, aber ja, ich bin einfach gern in der Region, sehe Spieler, die man halt von früher kennt aus der Jugend, um zu schauen, wo es die hingetrieben hat, in welchen Ligen sie spielen. Das ist eigentlich das, was ich so im Amateursport feiere. Stimmt. Ich fand auch Oh, noch ganz, sorry, eins muss ich noch sagen, weil ich das auch noch geil fand. Bei ganz euch habe ich sorry. vorher auch kurz angesprochen, auf der Instagram-Seite ist ein ziemlich cooler Beitrag vom Mittwoch, als ihr Meister geworden seid gegen Dornhan. Gibt es ein Bild von dir und vom Kapitän von Dornhan und einfach nur so fünf Sätze zum Thema Fairplay und so gar nichts, wie das Spiel ausging und was sonst so danach passiert ist. Fand ich ziemlich cool und ziemlich bemerkenswert. Gab es da noch einen größeren Hintergrund oder hat das einfach jemand das Bild hochgeladen und gepostet? Hintergrund an sich gar nicht. Also ich habe den Post dann auch irgendwann mal zugeschickt bekommen, und fand es eigentlich im ersten Ding, fand ich es richtig cool, weil kein Mensch jetzt drüber oder irgendwie drunter stand, ja, wir sind Meister oder sonst irgendwas, sondern einfach nur der Handshake von mir und vom Captain von Donnern. Deswegen habe ich es eigentlich auch gefeiert, aber es gibt es da keinen größeren Hintergrund. Also ich Okay, wusste ja auch geil. nichts davon davor, aber Ja. fand es dann eigentlich echt eine coole Sache. Passt, ist gut. Du hast Jugend vorhin angesprochen. Bist du Orgelsänger Leben lang oder warst du schon mal woanders? Oder wie hat es bei dir ausgesehen? Ja, also im Endeffekt, ich glaube, mein erster Pass, der lief 2001 gestartet, und seitdem eigentlich im Grunde in Erginzingen. Also komplette Jugend durch, und jetzt, boah, ich glaube, seit 2013 in der Aktiven. Geil, cool. Wieder Dirk Nowitzki quasi so ein bisschen. Ein Verein, ein Leben lang. Gut, So will. treffender Vergleich, Marius. Sehr treffender Vergleich, ja. Gell? The sky's the limit. So. Ganz klar. Gibt's dann, gibt's, also kannst du dir irgendwie mal vorstellen, mal noch was anderes zu machen oder gar nicht? Also jetzt diese Runde hat sich die Frage gar nicht gestellt. Im Endeffekt hat sich ja von Anfang an irgendwie hat so eine Dynamik angenommen, dass einfach so viel, ja, so eine geile Runde entstanden ist, jetzt auch mit der Meisterschaft. Deswegen auch für die kommende Runde hat sich die Frage gar nicht gestellt, sondern es war klar, okay, mit dem Heimatverein in die Landesliga. Ja, sag niemals nie, kann es mir sicherlich mal vorstellen, vielleicht woanders hinzugehen, aber aktuell auf keinen Fall. Wie Gut. seid ihr vorbereitet für die nächste Saison so? Seid ihr, wird sich was tun im Kader? Holt man da neue Leute? Wie läuft es bei euch? Also im Kader wird sich nicht so viel tun. Im Endeffekt war schon, ja, ich glaube, im Februar, März war klar, dass der Kader bis auf einen Abgang zusammenbleiben wird, und noch von zwei A-Jugendlichen verstärkt wird, plus ein Keeper von Billiching kommt dazu. Ob dann vielleicht noch der ein oder andere dazustößt, könnte ich mir durchaus vorstellen, klar. Weil jetzt natürlich vielleicht der ein oder andere sich auch anträgt. Weiß man ja nie. Von selber. Ich würde auch noch Da Landesliga spielen. Komm. muss man jetzt besonders aufpassen, mit wem man da irgendwo im Waldhorn oder so ein Bier trinkt, ob da jetzt nur irgendeiner dazukommt und mal schon die ersten Gespräche führt. Wie sieht's denn aus? Habt ihr noch einen Platz? Wollt ihr immer mal Landesliga spielen? Das ist im Waldhorn, was passieren die wildesten Dinge, da wäre ich mir nie sicher. Im Chat wird gefragt, wie du zu deinem Spitznamen gekommen bist. Hokus. Ich vermute, Yannick 21, ist es der Yannick Michel? Ganz sicher. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Wie ich zu dem Spitznamen gekommen bin. Im Endeffekt habe ich ein paar Kumpels in Weitingen. Einer davon, Markus Reible, der auch dort kickt. Und der ist
relativ bekannt dafür, dass er allen Menschen auf dieser Welt irgendwelche Spitznamen verteilt und die dann auch konstant einfordert. Und mittlerweile, bei mir hat es dann einfach Woche für Woche immer mehr angesprochen, hat es überall publiziert, dass ich der Hokus bin, warum auch immer. Und mittlerweile ist ja in Weitingen, also in dem Freundeskreis auch tatsächlich so, dass ich nur noch mit Hokus angesprochen werde. Hokus? Ein Stück weit eine Anlehnung an Harry Potter, also der verteilt einfach allen seinen Kumpels irgendwelche Harry Potter Spitznamen. Bruder. Interessant. Also es gibt noch Nagini, es gibt noch Lord, es gibt noch Severus und was weiß ich. Nicht schlecht. Jawohl. Gutes Ding. Wenn der Chat weitere Fragen hat, dürft ihr gerne noch reinstellen jetzt. An Robin Hebold vom TuS Ergensingen. Einfach reinschreiben, was euch noch interessiert. Ich habe nur eine Frage. Ja. Und zwar, ich habe ja vor einigen Monaten auch während der Saison einen Podcast gemacht mit dem Heiko Kieferle, der bei euch einige Jahre in der Seitenlinie stand. Und jetzt in dieser Saison habt ihr ja auch den neuen Trainer gehabt jetzt in der ersten Saison. Wie groß war da die Umstellung? Beziehungsweise es ist ja eigentlich schon bemerkenswert, dass ihr in der ersten Saison nach einiger Zeit mit einem anderen Trainer direkt dann auch die Meisterschaft einfahrt. Also da muss es ja schon von Anfang an gut funktioniert haben, oder? Ja, also mit dem neuen Trainer hat es wirklich von Anfang an richtig gut hingehauen. Heiko als Vorgänger hatte halt auch ein Stück weit einfach die Arschkarte gezogen, waren zweimal Corona-bedingte Scheiß-Saisons einfach. Wir hatten nie den Kader zusammen, den wir aktuell haben. Dazu kam halt eben, dass der neue Trainer einfach, ja, was heißt Glück, würde ich gar nicht sagen, sondern wir hatten einfach dieses Jahr ein notwendiges Spielglück. Wir hatten kaum Verletzte, also wir haben nicht eine schwere Verletzung in der ganzen Runde gehabt, immer nur Kleinigkeiten. Wir wurden von Corona weitestgehend verschont, immer nur so einzelne Ausfälle, jetzt nie irgendwie so ein Spreader-Event in der Truppe. Also das ist so alles so Kleinigkeiten, die uns brutal viel gebracht haben, weil wir halt gerade bei den ganzen englischen Wochen, wo wir dieses Jahr hatten, im Endeffekt jedes Mal durchwechseln konnten. Die anderen sind ja einfach mit ihren 12, 13 Leuten da Woche für Woche auf dem Platz gestanden und wir haben halt jedes Mal 4, 5 Frische reinbringen können und das war ja eigentlich ein Riesenvorteil. Und klar, ich meine, jeder Trainer hat so seine anderen, wie soll man es nennen, also einfach seinen Fokus. Und ich denke, der Micha Sattler hat halt brutal diszipliniert und brutal einen Fokus auf Kleinigkeiten gelegt und die auch wirklich, ich sag's mal, bis zum Erbrechen trainiert, wo man dann auch manchmal im Training so gefühlt die Schnauze voll hatte, aber die ganze Mannschaft ein Stück weit im Hinterkopf hatte, ja, es bringt uns was und im Endeffekt hat er uns jetzt zur Meisterschaft geführt und deswegen hat er es auch richtig gemacht. Danke, Manu Meyer, für dein Follow übrigens. Es kommt aus dem Chat die Frage, wie alt bzw. jung du bist. Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 95er, also ich bin 27. Was habt ihr eigentlich auch für einen Altersdurchschnitt? Bist du, wenn ihr jung gegen alt spielt, spielst du wahrscheinlich auch schon alt, oder? Ihr seid relativ viele Junge, gell? Also wir haben relativ viele Junge. Ich würde behaupten, so vom Kader, was im 20. Kader sind 13, 14, Jahrgang 99 aufwärts. Und dann haben wir einen Oldie, Dani Ammann, mit mittlerweile 35, glaube ich. Ein paar so zwischen 92, 95, aber dann wirklich der Großteil 99, 2000, 2001. Und ich glaube, mittlerweile sind sie sogar 2002 schon. Hab den Überblick verloren. Doch, kann gut sein. Aber dafür steht ihr ja auch so ein bisschen, oder? Für diese einfach gute Jugendarbeit und junge Leute einfach auch mit hochnehmen. Ist das so, also zieht sich das durch eure Mannschaft auch, dass es viele sind, die in der Jugend bei euch gekickt haben schon? So wie du? Ja, also nahezu der ganze Kader. Also bis auf einen Spieler hat jeder die Jugend beim TuS zumindest eine B- oder eine A-Jugend oder beides oder viele auch wirklich seit der C-Jugend durchgemacht. Und ich glaube, das ist schon auch einzigartig. Also wir haben Spieler, die kommen, aus Gültling, könnten in ihrem Heimatverein auch Bezirksliga kicken, spielen jetzt aber seit 12 Jahren
13 Jahren, wie auch immer, im Verein und nehmen trotzdem die ganzen Strapazen auf sich. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass halt auch ein guter Zusammenhalt da ist. Ja, hört sich gut an. Also das hatte ich damals auch mit dem Heiko, wo es schon darum ging, so aus der Jugendarbeit natürlich dann auch Leute zu rekrutieren oder eben die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft zu schaffen. Und jetzt mit einem Aufstieg in die Landesliga ist das sicherlich auch nochmal ein anderes Argument, weil ich glaube, das war in Irgendsingen aus der Jugend raus ja schon immer Thema, dass da natürlich viele dann aber woanders hin sind, weil sie hochklassig in der Jugend gespielt haben und dann aber halt nicht nur Bezirksliga spielen wollten. Ja, war jedes Jahr gefühlt, also was heißt, wir hatten es ja im Endeffekt schon länger jetzt als Ziel, dass man sagt, man möchte mal in die Landesliga hoch, weil man halt natürlich auch die aus der Jugend oder mehr Spieler aus der Jugend noch halten will. Denke, jetzt haben wir mal die Voraussetzung geschaffen, es liegt so ein Stück weit an uns, ob es dann eine Eintagesfliege wird oder dann mal wirklich, dass man sich in der Landesliga etablieren kann. Das wäre natürlich schon das Ziel. So allgemein im Verein, also der Heiko hat es im Podcast ja auch viel angesprochen, es tut sich ja viel, also bei euch geht ja einfach einiges so von außen betrachtet, auch von dem, was er so gesagt hat. Was macht es so aus einfach, Irgendsingen, so dieses gute Jugend, viel los, sowas wie ein Pfingstturnier. Ich finde auch so Social Media macht ja auch, sieht man auch, dass da viel Arbeit dahinter ist oder viel Aufwand. Ist das so einfach so dass die Einstellung oder was ist so besonders an Irgendsingen? Ich denke, dass es sehr viele im Verein gibt, also Personen, die den Verein einfach komplett im Herzen tragen, die sich wirklich für den Verein Woche für Woche und jeden Tag gibt es irgendeinen Termin, der sich nur um den Verein dreht. Es gibt einfach brutal viele, die ja mehr Zeit mit dem Verein verbringen als mit der Frau daheim. Und ich glaube, das ist halt wirklich extrem wichtig, gerade bei dem, was bei uns halt eben los ist mit der riesigen Jugend, mit den ganzen Projekten nebenher, was Infrastruktur angeht, jetzt gerade neuer Platz, dann irgendwann vielleicht ein neues Sportheim und so weiter. Da braucht man halt einfach viele und vor allem auch Einzelne, die halt so viel im Hintergrund machen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Stück weit ein Erfolgsrezept, warum auch zum Beispiel so Feste wie das Pfingstturnier oder sowas einfach so reibungslos auch funktionieren. Cool, also ich finde, das merkt man auf jeden Fall von außen, aber wie gesagt, als Auswärtige kenne ich oder kann ich mich hier ja nicht so aus oder auch, oder man kennt mittlerweile klar die ganzen Vereine, wer spielt wo, durch Matchreport gar noch mehr, aber man merkt schon, bei welchen Vereinen mehr geht und bei welchen weniger und ich glaube, Irgendsing ist auf jeden Fall, wo man merkt, okay, da geht was, da steckt was dahinter, da ist viel, viel los und ich glaube, das wirkt sich auf eine Mannschaft da aus und ich glaube, da spielt man oder da hat man noch mehr irgendwie dieses geil, das ist meine Truppe und für den Verein möchte ich auch spielen. Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist bei jetzt speziell mal auf unsere Mannschaft bezogen, bei vielen wirklich auch so im Hinterkopf. Es macht Spaß hier. Ich will gern für den TuS Irgendsing spielen und es ist mir auch wichtig, für Irgendsing zu spielen und nicht für irgendjemand anderes, sondern die Identifikation ist da schon hoch. Und deswegen glaube ich, muss es auch so bleiben, gerade mit der Verbindung zur Jugend und so weiter. Ich glaube, ein anderer Weg, wie es manche andere Vereine macht, würde, glaube ich, für Irgendsing nicht funktionieren. Ja, das bin mal gespannt für nächstes Jahr auch. Ich glaube, das wird man bei euch auch merken in der Landesliga. Ich finde, in der Liga allgemein merkt man das nicht. Also gibt es wenig Teams, die das so machen, so wie wir oder wie du gerade sagst, wie es bei euch läuft. Und am Ende sollte sich hoffentlich das durchsetzen, der eigene Weg, ich spiele nicht irgendwie in Empfingen, weil da jetzt irgendwie Kohle ist oder so. Oder vielleicht, also war es ein unfaires Beispiel, aber also ich glaube, dass es in der Landesliga auch sehr auffällig ist und ich hoffe, es wird für euch belohnt. Hätte euch auf jeden Fall verdient. Ich hoffe es, ja. Ich will ganz kurz reingrätschen, Robin. Ich habe nämlich auch gleich noch eine Frage. Aber wir haben am Anfang unseres Streams angekündigt, unser Partner Beisinger verlost mit uns heute zusammen eine Kiste Bier. Und die Verlosung will ich jetzt kurz starten. Dazu drücke ich hier auf das schöne Knöpfchen und dann müsste im Chat eine Meldung kommen. Und ab sofort könnt ihr mit dem Command Ausrufezeichen Helles an dem Gewinnspiel teilnehmen. Also alle, die jetzt Bock haben, eine Kiste Beisinger zu gewinnen, die schreiben Ausrufezeichen Helles in den Chat. Und dann schließen wir das Ding in ein paar Minuten, wenn wir rausgehen aus dem Stream und sehen, wer vielleicht schon am Vatertag lecker Bier hat. Robin, mich würde noch interessieren, beobachte die Landesliga jetzt auch schon seit einigen Jahren durch die Matchreport-Brille und sehe, wenn ich so gucke, jetzt Wittendorf steigt eventuell ab, dieses Jahr tut sich schwer.
Hat sich auch ein paar Jahre gehalten, aber ich glaube vor 3 Jahren oder so, wenn die hoch sind, oder 4. Ich weiß noch, Aldorf Mühlen hat eine Saison Landesliga gespielt, hat sich auch extrem schwer getan. Kann man daraus ableiten, dass sich Mannschaften, die aus der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald hochkommen, in dieser Landesliga tendenziell schwerer tun als Mannschaften aus der Bezirksliga Alb? Also ich denke, wenn man die letzten Jahre anguckt oder auch speziell die Mannschaften, die jetzt aus dem nördlichen Schwarzwald hochgekommen sind, dann sicherlich tut sich der nördliche Schwarzwald da schwerer. Klar, es gibt jetzt Ausnahmen mit Holzhausen oder auch mit Empfing, die sich da sicherlich auf Dauer etablieren werden, auch noch im Höheren. Aber in Summe denke ich schon, wobei ich mir jetzt persönlich darüber keine Gedanken mache, weil ich es uns zutraue, dass wir uns zumindest in der Landesliga halten können. Muss halt dann immer auch alles passen. Oder vieles dazukommen, sagen wir mal so. Wem traust du zu, in eurer Liga Zweiter zu werden und dann auch die Relegation womöglich zu gewinnen? Also in meinen Augen kann es eigentlich nur Freudenstadt sein. Die haben auch einen richtig guten Kader. Die sind vielleicht noch ein bisschen jünger, sogar noch jünger als wir. Aber in Summe sind die nach uns die zweitbeste Mannschaft. Und denen traue ich tatsächlich, also wenn sie vollständig sind, traue ich auch zu, eine Relegation zu packen, beziehungsweise zumindest mal das Spiel gegen den siebtletzte aus der Landesliga zu kommen. Weil genau. Wenn ich mal die anderen Bezirksligen angucke, da würde ich jetzt mal den Freudenstädtern das auf jeden Fall auch zutrauen, dass sie da sich durchsetzen. Tom, vielleicht kannst du noch mal kurz die Tabelle aus der Landesliga vorbereiten. Robin, was schätzt, wer landet nachher auf dem Relegationsplatz in der Landesliga? Das ist ja schon noch eine sehr große Verlosung, die da gerade stattfindet. Also ich denke, dass es, ich habe wie gesagt die Tabelle nicht 1:1 im Kopf. Ich denke, in der Verlosung ist so SSC, Darmsheim, Rottenburg, Gärtringen vielleicht sogar noch. Bossingen ist auch dabei. Oder Drossing, aber ich glaube, die Drossinger haben die letzte Zeit recht viel gepunktet und auch recht deutlich. Deswegen denke ich, dass es so ein bisschen zwischen SSC, Rottenburg, so zwischen denen so entschieden wurde. Gegebenenfalls aber vielleicht echt noch die Gärtringer. Haben wir gleich die Tabelle? Schön wär's. Ja, aber am anderen Ende sind das natürlich schon auch die Spiele, warum man auf den Sportplatz geht. Also da vor allem jetzt dann als Meister, da kann man natürlich dann als Irgendsinger schön ein paar Bier trinken und dann gucken, gegen wen man eventuell dann im nächsten Jahr spielt. Und ja, das sind dann immer diese schönen Sommerkicks, die es dann im Juni gibt. Also da freue ich mich eigentlich schon drauf, egal wer es dann wird. Ja, also ich hoffe, es wird auf jeden Fall irgendein Spiel, wo man einen regionalen Bezug dazu hat. Das ist ja schon, also für einen neutralen Zuschauer, aus der Sicht von neutralen Zuschauern schon ganz cool, weil es einfach auch Bock macht, hier irgendwo auf den Sportplatz zu gehen, wo dann vielleicht auch mal 2.500 oder sowas Leute da sind. Was ich bei Hulling gegen Rottenburg für durchaus möglich achte. Ja. Noch kurz letzter Ausflug von mir. Mich würde interessieren, Pfingstturnier, wie weit bist du da in den Planungen drin? Wie sieht es da aus? Habt ihr schon Teams? Ich habe da bisher ganz wenig gesehen. Wie sieht es aus beim Pfingstturnier? Weißt du da was? Also ich unterstütze da bei ein paar Arbeitspaketen, sage ich jetzt mal, aber im Detail oder wer da jetzt dieses Jahr kommt, ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht zu Ohren gekommen. Das ist auch, da habe ich bisher noch gar nicht viel Werbung und so weiter gemacht worden. Ich denke, ich hoffe, dass es jetzt mal die kommenden Wochen dann startet. Aber ich denke, in dem Zug wird es dann auch erst bekannt gegeben. Ich stelle es mir auch relativ schwer vor, dann für den Termin oder Mannschaften oder wirklich namhafte Mannschaften zu bekommen, weil es ja doch schon fast in der Runde beziehungsweise am Ende von der Vorbereitung dann ist. Und sonst war es ja eher dann ja am Ende von der Runde, wenn man sich nochmal ein Stück weit präsentieren will. Der Yannick Michel will es wissen. Ja. Also Yannick 21 fragt, Ed Hokus, wurdest du beim Pfingstturnier mal vom Notarzt abgeholt? Abgeholt nicht, der war schon da. Ah, okay. Okay. Also ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob er das Pfingstturnier oder das Volksfest meint, um ehrlich zu sein. War eher das Fest unten auf dem Festplatz. Ja.
Okay, dann lassen wir das mal in der Kiste, die Geschichte. Wer sehe ich? So, Freunde, passt auf, ich mache jetzt hier mal das Gewinnspiel zu. Robin wird auch noch mitmachen. Den Gewinnspiel. Ach, scheiße, du bist schwierig vom Handy aus. Ja, die Ding drin. Scheiße. Ja, ich überlasse das beißende Bier gerne jemand anderem. Na gut. Wir haben noch so viel. Sind wir so viel gehabt auch in den letzten Tagen. Jetzt muss erstmal eine Woche ohne Alkohol. Glaube ich sofort, aber wird halt auch schwierig. Wieder mit heute Spiel, dann wieder Dienstag Training. Verlockungen. Vielen offenen Kästen, ja. Das stimmt. Wie viele Kisten sind noch offen? Gut, letztens haben wir es mal reingestellt. Ich glaube, es waren 35 offene Kästen. Ich hatte auch ein bisschen der Fluch, wenn man vorne dran ist, dann hat man Gefühl, bei jedem Bericht irgendeinen Spieler aus der Mannschaft halt mit zählen. Ja. Dann kostet es halt. So, gewonnen hat Kampfzwerg 4. Boah, bitte ändere deinen Namen. Kampfzwerg. Du hast die Kiste Bier gewonnen, die Kiste Beisinger. Bitte melde dich bei uns mit DM. Flüstern. DM, Flüstern. Melde dich bei uns. Dann gibt es die Kiste Beisinger, während Jay Graham schreibt, Beisinger Bier wird doch in irgendwie nicht gern getrunken, habe ich gehört. Da habe ich ehrlich gesagt auch anderes schon gehört. Aber da sind sicherlich die Geschmäcker verschieden. Robin, letzte Frage von mir. Saisonabschlussfeier. Wird's Mallorca? Wird's Lorette Mar, Ibiza? Wo geht der große TuS Argentinien hin zum Saisonabschluss? Nach Düsseldorf. Alle gehen nach Düsseldorf. Alle gehen nach Düsseldorf. Warte mal, stimmt, das hat man gestern, das hat jemand erzählt. Wisst ihr, ich keine Ahnung, ob das jetzt ein Geheimnis ist, aber wisst ihr, dass ihr im gleichen Hotel seid wie der FC Rottenburg? Oh. An welchem Datum seid ihr? Ich glaube, es ist 18. oder 16. Juni von Leichnam, glaube ich. Check. Ja. Also, stimmt, ich habe das hier gestern auf dem Balkon noch, da war der Leon Oeschger da, der hat das irgendwie schon vernommen. Also scheinbar ist tatsächlich die größte aller Unwahrscheinlichkeiten eingetreten, dass TuS Argentinien und der FC Rottenburg am gleichen Wochenende in der gleichen Stadt im gleichen Hotel sind. Wow. Oh je. Das kann ziemlich interessant werden, was da passiert. Dann wünsche ich euch viel Spaß in Düsseldorf, weil womöglich muss der FC Rottenburg ja noch ein paar Tage später in der Relegation ran. Da findet quasi der erste Spieltag schon in Düsseldorf. Oh je. Aufwärmen. Hättet ihr euch kein anderes Hotel aussuchen können. Das könnt ihr jetzt direkt klären, denn also ich habe da ja nichts damit zu tun. Aber der Tom ist dabei, also der freut sich gerade aussichtlich schon. So, wird gut. Hab ich Bock. Kannst dich schon auf die Wimpelübergabe freuen. Gerade gedacht, endlich auch mal eine Meisterfeier. Endlich auch mal dabei sein. So, dann würde ich sagen, moderieren wir noch unseren Gast ab. Robin, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die gute Stunde. Gerne. Es hat Spaß gemacht. Ich kann schon so viel vorwegnehmen. Wir haben ja heute Folge 1 quasi unseres neuen Formats. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich eigentlich großer Fan davon, dass wir das künftig noch ein paar Mal probieren mit Gästen. Also Chat, wenn ihr jemand kennt oder jemand hier drin haben wollt, meldet, schickt uns Vorschläge und vielleicht haben wir nächste Woche ja schon den nächsten Meister oder Aufsteiger. Oder Absteiger. Oder Absteiger, je nachdem. Robin, vielen Dank, viel Spaß, viel Erfolg heute Mittag und Dankeschön. Zum Wohl in den nächsten Wochen. Und viel Spaß in Düsseldorf. Und nochmal Gratulation zur Meisterschaft. Dankeschön. Richtig. Danke für die Einladung, macht's gut. Gerne. Ciao, Robin. Ciao.